Moin zusammen. Wir sind heute hier, um ein bisschen klassisch mit Vertikalruten zu angeln oder halt klassisch Vertikalen. So wie das mal so vor, ich sag mal, rund 20 Jahren, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre aus Holland nach Deutschland rübergeschwappt ist. Das heißt also kein Dropshotten und sonstige Geschichten, sondern ganz klassisch mit Vertikalködern. Die Köder, die wir verwenden, das sind hier die Geschichten von Moby Softbaits, die wir in, ja, ich sag mal, wir haben so eine Art exklusiven Vertrag bekommen mit Moby. Da lassen wir zum Beispiel unseren bekannten Slim Jim jetzt auch von Moby fertigen in diesem umweltfreundlichen, extrem zähen Material. Also das Material ist echt der Hammer, das ist totales Brett. Der Köder ist ja sowieso schon gut gewesen, eigentlich schon immer, und dementsprechend haben wir gedacht, ja, das lohnt sich, den Köder auch in diesem Moby Softbait Material zu machen. Geangelt wird, wie gesagt, mit diesen Ködern an schweren Bleiköpfen. Ich verwende hier die neue Vertical Pro Rute. Das ist eine 1,90 Meter Rute. Ich fische die mit Stationärrolle. Die gibt es auch mit der Multirolle oder für die Multirolle. Und natürlich dann, wie gesagt, mit dem Slim Jim in 10 cm. Ich habe hier einen 18 Gramm Kopf drauf. Wir fischen so in Tiefen von ungefähr, ja, ich sag mal zwischen 7 und 11 Meter. Und da wird der Köder nur langsam, ganz sachte, unterm Boot über den Grund gecheckt. Also das Vertikalen ist, das Wichtigste ist letztendlich so die Entdeckung der Langsamkeit oder des, ja, also es ist nicht so wie beim Pilgen, sondern der Köder wird nur 5 bis 10 cm angehoben, kurz angechickt, kurz gehalten und dann langsam wieder abgesenkt. Währenddessen kontrolliere ich mit dem E-Motor die Drift. Ja, und alles, was nicht in das Konzept passt, zwischen kurz anschicken, halten, absenken, ja, das muss ich anschlagen, weil das ist im Normalfall ein Biss. Das ist eigentlich so die Geschichte. Einen zweiten Köder, den wir auch noch verwenden, der auch super ist dafür, das ist der Ruggershed. Der ist ja mittlerweile schon relativ bekannt. Ruggershed fischen wir in 10 cm. Der ist auch super für diese Vertikalangelei. Und wofür der auch ganz, ganz klasse geeignet ist, das ist die tote Rute, die sogenannte tote Rute. Das ist eine Rute, am besten mit einer weichen Spitze, die wird einfach in den Bootsrutenhalter gesteckt und dann wird der Köder abgelassen bis auf Grund, ein Stückchen wieder hochgekurbelt und dann driftet er die ganze Zeit einfach mit. Ich habe hier eine Rute genommen, die ist auch aus dieser Pro-Serie. Das ist die neue Dropstick Pro. Die hat halt eine eingespleiste Vollkohlefaserspitze in 2,44 Meter, weil die muss ein bisschen weg von meiner Vertikalrute. Nicht, dass ich da in die Bredouille komme, dass die Ruten sich verheddern und so weiter. Das ist dann die Dropstick Pro, 2,44 Meter, eingespleiste Vollkohlefaserspitze. Und dementsprechend hat die auch eine schöne Spitzenaktion. Das heißt, die ist relativ weich vorne in der Spitze. Das können wir gleich nochmal zeigen. Und zwar sieht man das schon hier bei der gespannten Rute. Und da kann mein Köder schön arbeiten. Huch, jetzt ist er runtergefallen, das kann auch mal passieren. Da kann mein Köder schön am Grund arbeiten. Und immer mit jeder Bewegung des Boots und in der Drift bewegt sich dieser Köder hoch und runter. Und ein weiterer Vorteil überhaupt von diesen Moby-Ködern ist, die haben extremen Auftrieb. Das heißt, der Köder kommt unten am Grund an. Und wenn er da mal kurz liegen bleibt, ja, dann fällt er nicht wie ein normaler Softplastikköder runter und auf die Seite, sondern er stellt sich auf, der bleibt einfach so stehen. Sobald wieder eine kleine Welle kommt oder das Boot wieder ins Driften kommt, hebt er ab, wackelt verführerisch hinten mit dem Cheftail, senkt sich wieder ab und bleibt wieder unten stehen. Und das ist noch ein weiterer Vorteil von diesen Moby Softbaits. Ja, das ist erstmal alles und jetzt gucken wir mal weiter, dass wir vielleicht mal mit dieser Methode vielleicht ein, zwei Fische fangen. Also Hauptzielfisch ist Zander und Barsch.
Ungetüm, 10 cm mit einem schönen Bärchen. Ich habe hier den 10 cm Slim Jim mit einem 18 Gramm Kopf dran. Den lasse ich einfach neben Boot ab. Dauert einen kleinen Moment, weil wir haben hier doch 10 Meter Tiefe. Irgendwann kommt er dann auch am Grund an. Und zwar ist das jetzt der Fall. Dann mache ich den Bügel zu, ziehe kurz die Leine stramm und dann schicke ich den an. Ungefähr so 5 bis 10 cm. Währenddessen driftet natürlich das Boot. Das kontrolliere ich mit dem E-Motor. Schaue aufs Echolot, gucke, ob ich irgendwelche Struktur am Grund habe. Schicke kurz an, wie gesagt. Aber nur leichte Sprünge, halte kurz und dann senke ich den Köder langsam wieder ab, bis ich wieder Grundkontakt habe. Und alles, was nicht in diese Geschichte zwischen Grundkontakt, anschicken, halten und wieder absenken passt, sollte ich anschlagen. Manchmal sind die Bisse sehr, sehr sachte, sehr, sehr vorsichtig, weil das ist eine Methode für den Winter, da ist es relativ kalt und oftmals findet man die Fische nicht unbedingt in einem Modus, dass sie fressen wollen, sondern eher in einem Ruhemodus. Und da sind das manchmal keine Bisse aus Hunger, sondern das ist dann ein Biss einfach aus einem Reflex raus oder so. Hau ab, du blödes Ding, was da die ganze Zeit vor meiner Nase rumtanzt. Und da wollen die Fische, die wollen das eher verjagen, als wie das es fressen wollen. Slim Jim, no toxic.